Hallo zusammen, willkommen zurück bei Russian Fishing 4 an der Tunguska. Da soll es heute auf die große Bodenränke gehen. Der Spot ist eigentlich schon altbekannt, aber er läuft hin und wieder mal mehr, mal weniger. Im Moment läuft er wieder recht gut und ich habe mir gedacht, ja, ein bisschen Abwechslung muss sein. Wir werden den heute mal testen. Wir werden mal schauen, was dabei rauskommt. Etwas habe ich jetzt schon mal angefangen, mal Köder getestet und ich muss sagen, ja, es läuft ganz gut. Wir können auch mal eben schauen, was bringt denn überhaupt so eine Bodenränke ein? Lohnt sich das? 1,6 Kilo, 7 Silber, 1,8 Kilo, 8 Silber. So ungefähr sind die Preise. Hin und wieder beißt er natürlich auch mal eine arktische Marine. 800 Gramm, 11 Silber oder eine kleine sibirische Marine. 600 Gramm, 10 Silber. Also die kleinen Fische bringen auch schon recht gut Geld. Es kommt natürlich jetzt darauf an, dass man die in einer schönen, maßigen Größe fängt und hoffen wir einfach mal das Beste. Meine Angelausrüstung sieht wie folgt aus. Wir angeln jetzt hier mit der Bolognese-Montage, das heißt auf Doppelköder mit einem 6er Haken Fluorcarbon-Vorfach als Hauptschnur 7,7 Kilo. Da werdet ihr nachher auch sehen, dass das schon recht wenig ist. Also eine 2 Kilo Bodenränke bringt schon die Rolle, die ganze Montage in den Drill. Also wenn hier wirklich eine 7 Kilo Bodenränke beißt, dann haben wir echt einen heftigen Drill und vielleicht bekommen wir den sogar. Wer weiß, wer weiß. Okay. Ich würde sagen, wir schmeißen raus. Ich erzähle euch dann noch den Rest. Clip wäre jetzt bei 17 Meter, den ich hier habe. Wir haben jetzt eine Angeltiefe von 1,80 Meter und ihr habt gesehen als Köder, Doppelköder, Mistwurm. Dann haben wir die Steinfliegenlarve, wir haben die Köcherfliegenlarve und das kann man halt kombinieren, wie man mag. Man muss halt ein bisschen experimentieren, welche Fische beißen wo am besten. Es ist ja nicht bei jedem gleich, also einfach experimentieren oder wenn ihr die Doppelmontage nicht könnt, dann einfach mal die Köder durchtesten, was bei euch am besten beißt. So, der erste war jetzt erstmal ein Verrecker. Das ist natürlich der Vorführeffekt. Aber nochmal blicken Kescher, ihr seht ja hier vor 5 Minuten, 6 Minuten, 7 Minuten. Das war jetzt die Nacht über, da habe ich mal eine Pause gemacht. Ja, und da ich gerade sagte, nachts laufen die jetzt nicht so gut. Entweder bleibt ihr weiterhin am Ball ab und zu beißt schon noch mal was. So ist es jetzt nicht, dass jetzt hier gar nichts geht. Aber es ist natürlich extrem wenig, was geht. Vielleicht dann nachts über mal auf Grund, auf Quappe gehen. Ja, da habe ich jetzt hier keinen Spot für euch. Tagsüber hätte ich jetzt noch im Angebot Schleppangeln. Untermaßige Bodenränke. Das Schleppangeln funktioniert momentan hier zwischen 7 und 12 Meter recht gut. Hier haben wir die Saiblinge, die da drauf gehen und da haben wir auch einen recht guten Silberschnitt. Aber man braucht ja immer mal ein bisschen Abwechslung, von daher etwas Posenfischen und ein paar Tage später geht es wieder ins Schleppangeln. Also die Tunguska bietet momentan einiges. Genau, so muss es sein. Reinwerfen, das ist halt tagsüber hier Standard. Reinwerfen, sofort kommt der Biss. Manchmal verhaut man ihn, ich weiß nicht warum. Ob dann halt die zu kleinen Fische beißen oder ob die einfach nicht an den Haken gehen. Man weiß es nicht, aber es beißt im Großen und Ganzen hier recht gut. Aaland natürlich auch möglich. Ihr merkt aber schon, wenn ich jetzt reinwerfe, ich klappe den Bügel nicht zu. Wir machen hier ein Treibangeln, das heißt, wir werfen rein, lassen den Bügel offen und beim Anschlagen hauen wir den Bügel zu und setzen damit den Anhieb. Die wollen wir haben. Eine maßige Bodenränke, 1 Kilo.
Da geht aber noch einiges größer. Jetzt hatte ich mal die Köderkombination gewechselt. Mistwurm, Steinfliegenlarve und da haben wir schon einen richtig guten Biss. Da ging jetzt schon mal ein bisschen Drill hinein. Das könnte schon so eine 2 Kilo Bodenringe sein. Und sieht gut aus. 2,7 Kilo. Das war wieder einiges an Silber.
Kurze Rückmeldung, in den Abendstunden geht es jetzt nochmal richtig los. Ich habe jetzt nochmal den Haken auf den Einser gewechselt. Wir haben jetzt Mistwurm, Eintagsfliegenlarve drauf. Und ja, das Regenwetter ist vorbei. Abendstunden, Sonnenschein, was Besseres gibt es hier wohl nicht für die Bodenränken. Und da habt ihr ja schon gesehen, dass die letzten Fänge relativ masige Fische waren. Kam jetzt kaum noch eine untermaßige rein. Und dann gucken wir mal hier, wie es weitergeht bis in die Nacht, was da noch kommt. So, holen wir den letzten Fisch des Tages raus, dann gehen wir mal zum Fischverkauf. Ja, der ganze Tag, der war etwas schwierig heute. Waren jetzt nicht so viele Fische wie gedacht, wie ich euch zeigen wollte, aber der Spot geht relativ gut. Und ja, wir schauen gleich mal, was es geworden ist an einem Tag. Da haben wir ihn, noch eine 2 Kilo große Bodenränke. Reinen Kescher und dann gehen wir mal zum Verkauf. Ich hatte jetzt einige untermaßige Fische wieder reingeworfen, ein, zwei jetzt noch mit reingenommen und jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Wir markieren mal. Wir haben angefangen ungefähr 28, 25, 24. Ja, ich denke mal, hier war jetzt die Nacht. Bei dem Aaland hatten wir angefangen. Markieren wir die mal. Haben wir jetzt 112 Silber erwirtschaftet. In einem Angeltag ist jetzt nicht die Welt, aber er lief wirklich mäßig. Es war ein regnerischer Tag. Man kann es optimieren, man braucht ein bisschen Geduld. Aber ich sag mal, macht auch mal Spaß und vielleicht klappt es ja mal mit einer Trophy. Man weiß es nie. Die Chance ist immer da. Und würde ich sagen, wir verkaufen jetzt alle Fische von 2 Angeltagen. Und dann hoffe ich mal, euch hat es gefallen. Vielleicht habt ihr ja Lust drauf hier bekommen, auf die große Bodenränke mal zu gehen. Schreibt dann einfach mal in die Kommentare, wie es bei euch lief, ob ihr vielleicht noch andere Tipps habt, andere Köderkombinationen. Und dann soll es das gewesen sein. Macht's gut!